Moin, Paddock, LSPD. Matt? Der Paddock vom LSPD. Guten Tag. Machen Sie das Ding mal kurz aus, dann können wir uns auch verstehen. Was machen Sie denn hier? Naja, ich bin im Auftrag der Stadt unterwegs und überprüfe Leitungen auf deren Korrosion. Uns wurde gemeldet, hier ist irgendeine Person, die sich an den Rohren zu schaffen macht. Sieht aber ganz schön offiziell aus. Sind Sie von den Stadtwerken oder? Tatsächlich ja, wir machen das auf freiwilliger Basis. Wenn Sie einmal sich darum kümmern, dass der Beschluss verwehrt wird? Ja, definitiv. Definitiv. Aber wie gesagt, ich war nicht darauf vorbereitet, dass heute keiner bei mir da ist, so. Vor meinen Mitarbeitern und deswegen, also, wenn ich vielleicht auch die Bitte stellen dürfte, der Deckel ist sehr, sehr schwer. Würden Sie mir da vielleicht helfen? Natürlich, ja, das kriegen wir schon. Da sind noch zwei Schräubchen. Moment. Komm, du Sau. Ja. Dich kriege ich auch noch. Ja. So, kommt doch langsam. Ja. Aber gut. Da. Die haben wir. Gut, dann die letzte noch. So. Ja. Was ist das für ein Rohr? Bitte? Was ist das für ein Rohr? Ein Abwasserrohr oder? Ja, das ist ein Abwasserrohr. Ja, das wird gleich ein bisschen stark riechen, ne? Und das letzte noch. Ja. Ja, komm, du Sau. Gut. Hat jemand Spaß am Job. Gut, also falls hier so Konsistenz wie Apfelmus aus der Seite rinnt, das. Ja, schon klar, was es ist. Handschuhe. Ja, also eins, zwei und. Ist festgerostet. Oh Gott. Los, weiterziehen. Schönen guten Hallo. Tag, die Herren. Sie sind jetzt sofort durch. Hier wird nicht gefunkt. Na, schreiben uns. Handys ausstellen, sofort. Um Gottes Willen, bitte machen Sie den nicht wahnsinnig! Okay. Es ist schwierig, dich an einem rauszulassen. Wir biegen jetzt einfach ab. Die anderen sollen weiterfahren. Okay, die fahren den anderen hinterher. Lass mich hier links raus. Wir haben Gesellschaft. Hat jeder, der einen Kopf dabei hat, auch Gesellschaft? Ja, wir haben Gesellschaft. Die Leiter des SPD, was kann ich für Sie tun? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir sind diejenigen, die Ihre Kollegen in Gefangenschaft haben. Okay, das habe ich verstanden. Gut. Dann möchte ich auch, dass Sie das nächste verstehen. Die Streifen, die diesen Wagen folgen, sollen abrücken. Welchen Wagen? Beiden. Beiden. Okay, gebe ich so weiter. Kollegen ohne weiteres wieder. Okay, verstehe ich, gebe ich weiter. Fragen. Oder passiert den Kollegen was, wenn wir weiterverfolgen? Wenn sie weiterverfolgen, könnte das ungut für die Kollegen enden, ja. Danke. Okay, gerne. Auf Wiederhören. Also die fahren uns nicht mehr mit Vollhaus hinterher. Die fahren uns nicht mehr hinterher? Nee, ist ja nichts mehr. Okay, dann seht zu, dass ihr auf jeden Fall ungesehen dorthin kommt. Die Leiche des SPD, was kann ich für Sie tun? Ja, hier, ich bin's nochmal. Vielen lieben Dank, dass Sie es weitergegeben haben. Jetzt können wir vernünftig mit Ihren Kollegen sprechen. Wollen Sie denn auch mit uns sprechen? Können wir da Verhandlungen irgendwo aufnehmen? Vorerst noch nicht, aber ich melde mich gleich nochmal. Guten Abend, Sie sind Herr? Paddock. Herr Paddock. Und das da ist Herr Cassidy? Das ist korrekt, ja. Guten Abend, meine Herren. Das ist Herr Cassidy. Sie haben grundsätzlich nichts zu befürchten. Das ist schon mal beruhigend zu hören. Ja, solange Sie mit uns kooperieren. Und ich habe gehört, Sie beide sind wohl noch nicht so lange im Dienst. Das ist auch korrekt. Gerade erst befördert worden. Zum? Officer. Ach Mensch, Glückwunsch. Danke. Ach, danke. Erste Streife alleine. Ja, das gutes passt ja Timing. Gut. Da werden Sie für diese Insel gut vorbereitet. Meine Herren. Kann jetzt sofort gelaufen. Wir sind natürlich an Ihrer Ausrüstung interessiert. Wir sind aber nicht daran interessiert, Ihnen irgendwie weh zu tun. Deswegen erwarte ich Kooperation von Ihnen. Selbstverständlich. In Ordnung. Dann würde ich Sie einmal bitten, in diesem Camacho hier, Ihr Dienstwaffe, Ihren Taser und Ihre Zugangskarten abzulegen. Glauben Sie an die Kraft der Hypnose.
Ja, glaube ich. Gut, dann setzen Sie sich bitte einmal. Hören Sie bitte auf den beruhigenden Klang meiner Stimme. Sie sind hier grundsätzlich an einem sicheren Ort. Sie haben momentan nicht mehr die Fähigkeit, uns gefährlich zu werden, weswegen wir Ihnen auch nicht gefährlich werden zu brauchen. Stellen Sie sich vor, beziehungsweise Sie müssen es sich nicht mal vorstellen, denn Sie sind an einem sehr schönen Ort. Die Sonne wärmt Ihren Nacken, der Duft der Blumen steigt Ihnen in die Nase. Schließen Sie nun also Ihre Augen und lassen Sie diese Eindrücke auf sich wirken. Hören Sie, wie das Meer rauscht, wie die Möwen singen, wie der Wind durch die Blüten gleitet. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Und wenn ich schnipse, hören Sie nur noch den Klang meiner Stimme. Wie geht es Ihnen momentan, Herr Cassidy? Ruhig, band, müde. Wie geht es Ihnen, Herr Paddock? Ich bin sehr entspannt. Wenn Sie das Wort Troja hören, dann möchte ich, dass Sie tun, was ich von Ihnen verlange. Wiederholen Sie bitte einmal das Wort. Troja. Troja. Ich möchte, dass Sie sich gerade aufstellen. Troja. Ich möchte, dass Sie sich hinsetzen. Troja. Ich möchte, dass Sie sich Richtung Sonnenuntergang drehen. Troja. Sie werden an diese Seance keine Erinnerung haben. Troja. Sollte sich Sie aber kontaktieren und Sie hören das Wort Troja, werden Sie der Aufforderung nachkommen, die danach folgt. Troja. Sollten Sie diesem Wunsch nicht nachkommen, werden wir Sie finden und wir werden Sie dafür bestrafen. Wenn Sie nicht schon von Ihrem eigenen Geist gegeißelt werden. Troja. Antworten Sie mir jetzt nacheinander, erst Herr Paddock, dann Herr Cassidy. Was tun Sie, wenn ich Troja am Telefon zu Ihnen sage? Den Anweisungen Folge leisten. An diese Seance werden Sie nach dieser Situation keine Erinnerung mehr haben. Troja. Herr Paddock, ich möchte, dass Sie aufstehen. Troja. Ich möchte, dass Sie mir eine Visitenkarte geben. Troja. Ich möchte, dass Sie sich wieder hinsetzen. Troja. Herr Cassidy, ich möchte, dass Sie aufstehen. Troja. Auch Sie geben mir eine Visitenkarte. Troja. Ich möchte, dass Sie sich wieder hinsetzen. Troja. Wenn ich jetzt mit dem Finger schnippe, dann werden Sie erfrischt, wohlgelaunt und fröhlich wieder aus der Trance aufwachen. 3, 2, 1. Meine Herren, wie geht es Ihnen? Gut. Ja. Frischt. Dann werden wir jetzt noch eine Sache mit Ihnen machen. Wir werden Sie hier an diesem Busch einmal mit einem Seil festbinden. Das Seil kann man einfach durchschneiden, aber den Koten aufzukriegen wird schwierig. Meine Herren, ich danke für Ihre Mitarbeit. Ich hoffe, Sie haben noch weiterhin einen entspannten Tag. Auf Wiedersehen. Danke. Guten Tag noch. Wechsel erst das Kennzeichen. Sehr gut gemacht, Barnabas, sehr gut. Ich hab nicht gerne. Ja, wir sind noch nicht raus aus der Nummer. Ja, jetzt. Wir sind gefickt. Jetzt sind wir drin. Ruf mal die anderen an. Oh, mein Herz, Alter. Ohne Witz. Ich brauche mein Herz oder so. Sollen die anderen dazukommen, Barnabas? Nee, nein, oder? Nein. Die bleibt weg. Die sollen die Cops anrufen und sollen gucken, dass die Streifen wegkommen. Die denken ernst, ernsthaft, wir sind so dumm und fahren ab? Die wollten zumachen. Ja, vorne machen die zu. Ja, einfach rechts rüber. Ja, war wohl nix. Ich erfahren, ja? Kein Stress. Einfach cool, nein. Solange wir Offroad sind, können uns die ganzen anderen Autos nichts. Nuri. Ja. Wir nehmen uns die Bewaffnung aus dem Wagen raus. Ja. Okay. Und ja. Dann muss sie alleine weiterkommen. Und Helikopter. Stop the fucking vehicle! Oh, die haben ja Bock. Schon gar nicht, wenn ihr so unhöflich seid. Warum sitze ich eigentlich immer in der Karre? Wieso fahre ich immer? Ich brauche irgendwann wirklich ein neues Herz, Alter. Na. Ich würde mich nicht in den Weg stellen, bin ich ganz ehrlich so. Ich würde mir das an deiner Stelle überlegen. Bullenfänger. Und jetzt links rein. Ja, die sollen sich wegmachen, nicht wir. Sind die nah? Nee, momentan nicht. Wir brauchen einen Busch. Einen guten Busch. Ich weiß wo. Ja. Aber das ist nicht mehr im Wasser. Ist nein, egal. Nee. Hauptsache im Busch. Alter. Okay, raus. Raus.
Werd hier jetzt in die Büsche rein, Taser, dann kommen Sie lieber raus. Durch Sicht. Wehe, der ruft nochmal an. Komm schon, gebt die Suche auf. Gebt doch auf, bitte. Lasst es uns doch. Bitte. Oh Gott. Kompletter Nervenkitzel einfach nur. Nein! Nein, wait, bleib dran, nein, nein. Pff, der hat's nicht mitgekriegt, Oh Gott, oh, wir müssen liegen bleiben, da oben steht jemand. Oh, er hat mich voll getroffen, Alter. Oh, Bruder. Psst. Bin ein. Ich bin die Wiese. Meinst du, wir können? Ich weiß es nicht. Okay. Ist bei dir im Busch noch Platz? Pass auf. Ja. Wir legen hier unsere ganzen Klamotten ab. Ja. Und das Equipment auch. Wir legen alles hier ab, okay? Alles in den Busch reinlegen. Das findet so schnell keiner. Ich war das Gras. Leg das Ding auch ab. Also wie Sie sehen, können wir gar nichts dabei haben. Boah, das war knapp. Boah, er hat mich getroffen mit seinem scheiß Taser. Boah, das habe ich nicht gesehen. Ein paar Mal sind sie an mir vorbeigeprädert. Und Wade, der ruft die ganze Zeit an. Boah, das ist so richtig... Oh Gott. Oh Gott. Okay. Wir hin? Weiter im Jog rauf. Uns muss warm werden. Nicht in Form, alter Mann. Aber warm ist mir jetzt. Ja, mir auch. Hallo, Unbekannt. Ich bin's. Ah, hi. Wir brauchen euch ganz dringend. Okay, wo seid ihr? Lass uns, weißt du, wo im Westen, der Yacht-Shop-Dings-Auspark-Kaufpunkt ist? Ja, ja. Ja, lass uns da treffen. Was braucht ihr an Wagen denn? Wo seid ihr? Wir brauchen euch nur, dass ihr, quasi im Kofferraum lagert für uns. Ach so, ja, alles klar. Okay. Wir kommen. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Aber sollten wir uns vielleicht einfach erst anziehen, sonst wir gekleidet sind? Verstehst du? Ist doch scheißegal. Wenn wir dann nackig... Okay, gut. Ich hier am Baumstamm. Komm schon! Bei uns wägen mit rotem Licht. Hi. Hi. Willst du mir eben aufmachen? Moment. Ich hinterfrage jetzt erstmal nicht, warum ihr nackt seid, ja? Mhm. Okay, vielen lieben Dank. Wir vertrauen euch da sehr viel an, ja? Ich hab nicht reingeguckt, aber meldet euch einfach. Alles klar. Machen wir das alles im Nachhinein. Warte, was ganz kurz. Bis dann. Was? Die Karte? Auch. Danke euch vielmals. Vielen lieben Dank. Jo, kein Ding. Ja, gut. Also, es ist eigentlich relativ gut gelaufen. Fast. Das mit dem. Ich weiß nicht, wie schnell die gefunden haben. Oder wir haben zu lange gebraucht. Also ja, vielleicht haben die sich da in der Nähe irgendwo aufgehalten, weil sie jemanden vorbeifahren haben sehen, weißt du? Ja, das kann sein. Okay. Okay, ich schlag mich zu Fuß durch, ja? Tun? Hallo? Ja, hallo. Lynch hier. Ich wurde an einem Strand ausgesetzt. Da ist ein Motorboot auf Sand gelaufen. Ich wurde vorhin mit ihren Kollegen hochgenommen. Die wurden mit unseren Kollegen hochgenommen? Ja. Und sie befinden sich jetzt am Strand? Ja, in Palito Bay.
Ja, schicken Sie mal ein Dispatch, ich schicke eine Einheit vorbei. Alles klar, danke. Jetzt poke ich natürlich so ein bisschen den Bären, aber es ist quasi auch die Chance für die Cops, mich hops zu nehmen, ohne dass sie jetzt großartig Durchsuchungsbefehl und so ein Shit machen müssen. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Uff. Wie geht's Ihnen? Ja, soweit so gut. Also, die haben mir kein Härchen gekrümmt. Wann hat der Camacho denn Sie oben abgesetzt? Gar nicht. Wir sind in den Hafen, hier in den Yachthafen gefahren und da wurde das Boot ausgeparkt. Und Sie waren jetzt die ganze Zeit hier in dem Boot? Ich bin jetzt, da stand noch jemand mit mir die ganze Zeit und dann wurde der abgeholt und haben gesagt, ich soll mich in 5 Minuten bei Ihnen melden. Stellt euch vor, die beschlagnahmen jetzt das Boot und das gehört irgendjemand, der richtig sauer darüber wird. Oh! Ja, moin. Ich hoffe, die zwei Cops spielen dann auch mit beim Hypnose-Dings. So, Herr Lynch. Ja. Wir würden Sie einmal mit ins PD nehmen. Okay. Da werden Kollegen dann vom FAB nochmal später auf Sie zukommen. Ich habe die Aussage jetzt soweit erstmal aufgenommen. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Rundflug. Okay, wenn wir ein Reh sehen, wollen wir auf den Kopf spucken, oder? Eben im Rotorblatt, einmal rüber und dann eintüten. Ja. Hallo Morales! Ich sitze im Helikopter! Flugfeld. Gewitter! Das hat jetzt mit Gewitter zu tun. Du bist halt in. Ja, locker bleiben, alles gut. Lass uns der Gurt da. Ich weiß ja nicht, was sie für eine China-Gurte hier reinbauen. Das ist beste amerikanische Qualität. Vielleicht deswegen. America. Herr Lynch? Ja. Ah, okay. Ja. Wir müssen uns mal gerade ein ruhiges Plätzchen suchen. Wo gehen wir denn am besten hin jetzt? Schwierig im Moment, das ist alles voll, so war. Herr Lynch, Sie hatten dem Kollegen schon vorhin erzählt, was passiert ist. Schildern Sie uns das doch bitte auch nochmal ganz kurz. Also es hat nur geheißen, ich soll keine Mätzchen machen. Dann sind wir da weggefahren. Über Sirenen und sind dann Richtung Docks. Und dort, wurde ein Boot ausgepackt. Die Täter sind dann geflohen in einem Fahrzeug. Einem, in zwei, in mehreren Fahrzeugen? Einem. Einem, was für einem? Einem Camacho. Wie viel Zeit war zwischen dem, dass Sie sich gemeldet haben und dass der Camacho geflohen ist? Etwa 5 Minuten. Warum? Weil die gesagt haben, ich soll jetzt 5 Minuten warten. Die beobachten mich oder sonst wird mir was passieren oder wie auch immer. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ins Telefonat reden. Nein, alles gut. War unhöflich von mir, dass ich überhaupt dran gegangen bin. Ich würde Ihnen gerne mal 3 Namen nennen. Sagen Sie mir einmal, wie Sie zu den Namen stehen, okay? Thomas Ward, Cleo Stark und Wade Ibori. Wie ich zu denen stehe? Ja, kennen Sie die nicht? Wie stehen Sie zu denen? Also ich weiß ja nicht, wo sie gerade sind. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Rücken zu denen stehe oder mit dem Bauch. Oder? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Nehmen Sie nicht alles so wörtlich in dem Moment. Ach so. Was halten Sie eigentlich generell von Lügen, Herr Lynch? Vom Lügen? Vom Lügen. Ist das eine prinzipielle Frage, eine Weltanschauungsfrage? Das ist eine rhetorische Frage. Okay. Frau Stark sitzt bereits unten in den Zellen. Wir hatten gerade ein Gespräch mit der. Frau Stark belastet Sie ziemlich schwer. Aha. Sie sind gar nicht der feine Arbeiter, der mit hochgenommen wurde. Sie sind der feine Arbeiter, der die Kollegen dahin gelockt hat. Und Sie haben dann anhand der ganzen Geschichte mitgemacht, Herr Lynch. Sagt Frau Stark aus. Wollen Sie, also Sie können jetzt alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet, Herr Lynch. Also ich bin jetzt festgenommen. Naja, erstmal haben Sie das Recht, sich gerade selber zu verteidigen, Herr Lynch. Habe ich das? Also bin ich nicht festgenommen? Ich denke, wir stehen vor dem BD. Wegrennen wäre in dem Moment nicht gut. Deswegen sind Sie nicht festgenommen, weil wir miteinander reden können. Naja, das Problem ist ja nun, dass Sie mich einer Sache beschuldigen, die ja so nicht richtig ist. Anhand einer Zeugenaussage. Aber dann hoffe ich auch, dass Sie Ihren Job machen und das vernünftig recherchieren. Und dass Sie dann Beweise gegen mich vorlegen. Wenn ich momentan noch nicht festgenommen bin, meine Herren und die Dame, dann denke ich nicht, dass Sie diese Beweise haben. Welchen Unterschied würde das machen? Würde ich Ihnen jetzt Handschellen anlegen, wir gehen rein und führen das Gespräch drin fort? Wenn Sie das für nötig halten, dann tun Sie das. Ja, aber es macht doch also rein von der Logik her keinen Unterschied, ob wir das Gespräch jetzt hier fortführen oder drin. Man, wir könnten uns vorher Doch, das macht einen gewaltigen Unterschied.
Ja, erklären Sie mir den. Dass Sie handfeste Beweise haben, um mich festnehmen zu können. Und das könnten wir nicht haben, Noah, wir jetzt hier stellen? Naja, bisher bin ich noch nicht festgenommen. Ich habe jetzt mehrfach gefragt, ob ich festgenommen bin. Das bin ich momentan noch nicht. Sie weichen meinen Fragen aus und versuchen zu einem Geständnis zu zwingen, oder was? Aber das heißt doch nicht, weil wir Sie noch nicht festnehmen, dass wir keine Beweise haben. Wenn Sie diese Aussage haben und dem so sein sollte, dass Sie das beweisen können und das auch vor Gericht wasserfest machen können, dann nehmen Sie mich fest. Ansonsten muss ich mein Recht zu schweigen nutzen, denn alles andere macht ja für mich keinen Sinn. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Einfach. Ja, bitte. Jetzt ist es ja erwiesenermaßen so, dass eben Ihre Mitbewohnerin, Kollegin, Frau Stark, whatever, da definitiv eindeutig als Täterin identifiziert wurde. Möglich, dazu habe ich leider keine Einsicht. Und Sie erklären mir jetzt, dass Ihre Kollegin, Mitbewohnerin, Freundin, ich weiß nicht genau, in welchem Verhältnis Sie zueinander stehen, Sie als Geisel mitnimmt und Sie von der ganzen Sache überhaupt nichts wussten. Wenn sich der Fall für Sie so darstellt, dann könnte das so sein, ja. Also ich sag mal so, ich bin nicht auf den Kopf gefallen und ich bin nicht blöd. Für mich ist ganz klar, dass Sie da mit drin hängen. Mich würde nur interessieren, Sie machen hier so auf unschuldig und Sie haben da ja, wie gesagt, wir haben hier eine Zeugenaussage. Sie wissen genauso gut wie ich und deswegen stehen Sie hier so entspannt, dass es im Zweifel für den Angeklagten ist und hier Aussage gegen Aussage ist und die Frau Stark das im Zweifel so aussagen könnte, um die Schuld abzuwälzen. Also Sie wissen genauso gut wie ich, dass das vor Gericht keinen Halt hat. Deswegen sind Sie hier so wahnsinnig entspannt. Sie wissen aber genauso gut wie ich, dass da oben sehr viel zu sagen haben und ihre Leute nicht einfach irgendwas ohne ihr Wissen oder ohne ihre Erlaubnis machen. Und selbst wenn die irgendwas machen würden, von dem sie nichts wüssten und sie sind dann plötzlich dran verwickelt, würde das Ding mit Ach und Krach abgeblasen werden und man hätte sich vor ihnen zu erklären. Das heißt, dass sie da mit drinstecken. Das ist uns allen hier sehr, sehr wohl bewusst. Das Ding ist nur, wir können das jetzt entweder auf die schöne Art und Weise machen und sie gestehen das Ganze und wir gucken, dass wir da aufgrund von Geständnis und Zusammenarbeit eine Strafe aushandeln, die für alle fair ist. Oder aber sie leugnen das weiterhin, was vollkommen und ihr gutes Recht ist. Wir können ihnen nicht genug nachweisen, aber wir haben da unten jemanden, dem wir alles nachweisen können. Und dann wird das für den relativ ungemütlich, weil ich dann auch nicht mehr gewillt bin, der Person da unten in irgendeiner Weise Kooperation anzurechnen. Oh, das ist interessant, Frau Sommer. Folgendes, Sie sagen mir, dass das vor Gericht keinen Bestand haben würde. Davon gehe ich jetzt aus. Wenn ich jetzt Ihnen quasi ein Geständnis abliefere, um die eventuelle Strafzeit für meine Bekannte zu drücken, dann hätte das trotz dessen nicht viel Beweislage. Das müssten Sie verantworten. Des Weiteren versuchen Sie gerade, mich damit zu erpressen, dass es einem meiner Bekannten da unten vielleicht nicht so gut geht. Nein, das ich Ding biete ist, Ihnen an, dass wenn Sie die Wahrheit sagen, wir das an Sie lügen und irgendwas auf sich nehmen, was noch hinzukommen sollte, was Sie nicht gemacht haben, dann ist das absoluter Schwachsinn und das bringt keinen weiter, sondern ich will, dass Sie die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit, und das wissen wir beide, ist, dass Sie damit drin hängen. Wissen Sie, wenn das Leute machen ohne meine Genehmigung, dann wird es natürlich dafür Konsequenzen geben. Und vielleicht ist eine Konsequenz, dass die Dame länger sitzen muss. Sie haben mich gefragt und Sie haben nur eine Möglichkeit offen gelassen, warum ich hier so ruhig stehe. Und Sie haben gesagt, ich weiß, dass das vor Gericht keinen Bestand haben wird. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, Frau Sommer, und das ist tatsächliche Unschuld. Diese Möglichkeit lassen Sie gerade außer Betracht. Ja, weil ich die nicht glaube. Naja, aber es gibt doch so ein schönes geflügeltes Wort bei Ihnen, oder? Es zählt nicht, was du weißt, sondern was du beweisen kannst. Wunderschön. Das ist korrekt. Wie gesagt, wir haben, dann stelle ich die, jetzt wird er frech, Sache anders in den Raum. Also das steht einfach außer Frage. Und jetzt gibt es natürlich Möglichkeit, dass sie die Dame hängen lassen und sie tritt ihre Strafe da ganz alleine an. Oder es gibt die Möglichkeit, dass sie sagen, mitgehangen, mitgefangen. Wir sind zwar noch... Wollen wir uns anders rumstellen, damit ich das Licht im Gesicht habe? Brauchen Sie das Licht im Gesicht? Nein, aber dann fühlt es sich mehr wie ein Verhör an. Aber ich glaube, das brauchen wir beide nicht. Ja. Kannst du mal kurz eine Minute? Wenn sie weglaufen, finde ich sie. Okay.
Sag mal, ich bin hier drüben. Hey, sie haben mich und gefunden. Und ich biete ihn, ja Mensch, war nicht so schwer. Mhm. Also, dass die Komplizen hatte, ist uns bewusst. Und dass sie damit drin hängen, ist uns also auch bewusst. Ich weiß, was sie wollen, aber ich kann ihnen das leider nicht geben. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Dann denke ich, dass wir hier fertig sind, dann verhandeln wir jetzt einen Fall. Na gut. Ich wünsche einen schönen Abend. Eine Frage noch. Das Bitte. Fahrzeug, steht das da noch oder wurde das abgeschleppt? Welches Fahrzeug? Mein Arbeitsfahrzeug. Wo steht das noch? Bei dem Rohr in Vespucci. Da, wo die Kollegen eingesammelt wurden. Woher wissen Sie das? Weil ich dort war. Ach, Sie reden von einem anderen. Ja, okay, Moment, ich hatte gerade einen Denkfehler. Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht, tut mir leid. Okay, gut. Gibt es da eine Möglichkeit, das in Erfahrung zu bringen? Oder darf ich mit meinem Motorrad ohne Kennzeichen nochmal kurz durch die Stadt jockeln? Wenn Sie uns das später noch vorzeigen, angemeldet? Ja, angemeldet ist es, also ein Chip hat es drin, aber keine Kennzeichenhalterung. Ich habe von Herrn Milzen eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Okay. Ja, fahren Sie. Na gut, dann schönen Abend und lassen Sie vielleicht auch ein bisschen Gnade vor Recht ergehen, denn ich habe mit der Dame auch noch ein Hühnchen dann zu rupfen. Wenn Sie möchten, dürfen Sie gerne einmal runter mit der Dame nochmal sprechen. Vielleicht bringen Sie sie ja zur Vernunft, aber bis dahin... Wenn ich das dürfte, würde ich das gerne tun. Wird das ein Vier-Augen-Gespräch sein? Weil wir auch Ize gesagt haben, nächstes Mal gibt's keinen, der quasi für jemand anderen einsteht. Sie haben 5 Minuten mit ihr unter 4 Augen. In Ordnung. Bist du jetzt hier drinne? Die wollen, dass ich gestehe. Wegen was? Und sagen, dass du ausgesagt hättest, dass ich dabei war. Dass ich eingeweiht war. Ja. Als ob. Na klar. Ich hab nichts gesagt. Ja, und sie wollen jetzt von mir, dass ich dich überrede, die anderen mit reinzureiten, wer Komplize war und so? Ist mir egal, wie lange ich sitze, euch keinen verraten. Okay, gut, dann sage ich denen jetzt, dass du keinen verraten möchtest. Ich werde niemanden verraten. Es tut mir leid, leider sind alle Versuche vergeblich. Sie möchte keinen verraten. Das ist ihr gutes Recht und das kann ich absolut nachvollziehen, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Personen sagen, hey, ich war mit dabei. Herr Lynch, ich wünsche einen schönen Abend. Ja, danke. Und auf, dass wir uns in so einer Konstellation nicht so schnell wiedersehen. Das hoffe ich auch sehr, ja. Gelünscht. Hallo, wo bist du? Ich bin gerade an der Koriat. Ich habe gerade mal das Auto noch eingesammelt. Alles in Ordnung? Jojo. Die wollten die wollten mich auch dran kriegen und haben gelogen, dass Cleo quasi eine Aussage gemacht hat. Und da lag halt wirklich ein Boot. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben mich mit dem Boot hier abgesetzt. Jetzt ist halt die Frage, wem das Boot gehört. Das haben sie mich auch beschlagen, wie es aussieht. Haben sie dich dort abgeholt? Was? Haben sie dich dort abgeholt? Ja, ja. Ja, nein. Oh Mann. Irgendwie mit reinziehen. Da wird der Besitzer ganz schön blöd gucken.